richtig. Was soll denn das? Überall wohin wir? Hängst du rum? Bitte. So, du Tröte, schieb das Bar rüber. Kann ich. Bin abgebrannt. Willst du Feuer unter Kittel? Los! Schein! Ich bin doch nicht blöde, du hast beschissen. Ihr bescheißt ja alle, ist ja bekannt. Was, Rina? Und jetzt machst du mal die Taschen klar. Der kann nur bis 3 zählen. 2. Das traust du dich nicht, Pilja. 3. Also dann. Bis später, ich komm dann bei dir vorbei. Ja? So. Bringt's wohl nicht mehr, die Kleine. Ich hab gesagt, ich komm zu dir. Passt sie doch nicht mehr alle. Gib mir mal deine Autoschlüssel. Hast du sonst noch Wünsche? Ja. Aber erst nach Mitternacht. Du auch. Fahr nicht so klump, gell? Ja, du. Macht gut. Los, schwing den Hufe. Entschuldigen Sie. Sie verstehen sicher was von Motoren. Mein Wagen springt nicht an. Ich verstehe das gar nicht. Wo steckt denn der Kübel? Mehr davon, der blaue. Ist überhaupt Saft drin? Ich habe erst heute Morgen getankt. Wie viel haben Sie dir abgenommen? 2 Liter. Und? Was und? Ist deine Sache. Aber bitte! Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne nehmen Sie. Hallöchen! Bitte. Sie haben ja wirklich sehr laut. Ach, sagen Sie, könnten Sie mir eventuell, ich meine, ich kenne Sie zwar nicht. Könnten Sie mir mal gelegentlich einen kleinen Gefallen tun? Ja, das kommt auf den Gefallen drauf an. Und auf die Kohle, ne? Ja, könnten wir darüber mal reden, in aller Ruhe. Wo kann ich Sie erreichen?
Haben Sie ein Schreiberling? Ja, Moment mal. Also, das ist hier ist meine Nummer. Verlangen Sie Horst. Ja, danke. Und schönen Abend noch. Heute Morgen hat der Professor mit mir gesprochen. Und? Er hat mir alles gesagt. Ich wollte es dir schon lange sagen, aber... Manche können nicht mal die Arme bewegen, sagt er. Du hast mich zu Hause nur die Treppe rauftragen müssen. Was soll ich immer tun? Oder wir verlegen mein Zimmer nach unten. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Weiß es, Mutti? Sie will herkommen, nächste Woche vielleicht. Erzähl mir was. Was soll ich dir erzählen? Wie sieht es im Garten aus? Der Gutbesten. Hast alles vertrocknen lassen, was? Nein, nein, ganz bestimmt nicht, Kind. Glaub mir. Ja, ja. Knöpfel? Wer ist denn da? Wen? Ja, der ist zu Hause. Moment. Der hat Besuch. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht stören kann. Nicht verstanden. Der wohnt hier möbliert. Der Inhaber der Wohnung, das bin ich. Aber was quatschen wir rum? Sag, das ist mein Telefon, ja? Hör auf zu sammeln, ja? Klappe mit dem Hut und abmarsch. Benimmst du? Ja. Na ja, klar, ist der Herr mit der kaputten Batterie, stimmt's? Ja, ich erinnere mich immer. Aha. Ja, da wüsste ich einen sehr guten Treffpunkt. Nehmen wir Ihre Nummer. Okay. Aber ich rufe Sie an, ja? Wer war denn das? Die Müllabfuhr. Ja, morgen früh. Holen Sie deine Sachen und dich dazu. Arschloch. Wenn Sie mir in einer bestimmten Sache helfen können. Ja, immer. Ich würde Ihnen 500 Mark geben, als Anzahlung. Und dann noch mal 500, wenn Sie die Antwort haben. Was für eine Antwort? Ein Mann hat im betrunkenen Zustand ein junges Mädchen überfahren. Das Mädchen wird nie wieder laufen können. Der Mann hat Fahrerflucht begangen. Er streitet ab, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Den Wagen, den er gefahren hat und der bei dem Unfall beschädigt worden sein muss, den hat er verschwinden lassen. Der Polizei hat er erzählt, der Wagen sei ihm gestohlen worden. Was geht denn Sie das an? Das Mädchen ist meine Tochter. Und jetzt sollen wir den Kerl aufmischen, hm? Nein, nein, Sie sollen ihm nur eine Frage stellen. Aha. Ihr Vater hat angerufen. Er kann heute leider nicht kommen. Er ist beruflich verhindert. Und morgen? Davon hat er nichts gesagt. Danke. Ich habe da einen ganz klaren Standpunkt. Ja. Was schön geistige Literatur ist, muss dieser Herr Kellermann erst lernen.
Das müssen Sie nicht so direkt sagen, aber gelegentlich können Sie es durchblicken lassen. Ja, wenn Sie sonst noch Schwierigkeiten haben, rufen Sie mich an. Ich bin zu Hause. Guten Flug. Wie kommen Sie hier rein? Spider-Man und Klettermaxe. Verschwinden Sie. Raus! Hä? Dann regst du dich auf. Wie cool, man. Ja. Wenn Sie jetzt wirklich lieb sind, ist er auch gleich wieder weg. Was suchen Sie hier? Geld? Wertsachen? Hm. Mein Chauffeur muss jeden Augenblick zurückkommen. Dann kriege ich doch glatt den Schlottermann. Was wollen Sie hier? Ihnen eine Frage stellen. Welche? Wo ist Ihr Wagen? Der Wagen, mit dem Sie einen Unfall gebaut haben. Ja, der wurde gestohlen. Der ist ins Ausland gebracht worden. Das macht man doch heutzutage so mit teuren Autos. Das ist die Story, die Sie den Bullen verdödelt haben. Wir wollen die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Was jetzt kommt, großer Meister, das geht auf Ihre eigene Kappe. Machen Sie keinen Blödsinn. Eins. Ich bitte Sie. Kann nur bis 13. Sind Sie denn wahnsinnig? Angst? Zwei. Drei. Also, Meister, ich nehme die Aktien. Sie werden doch bezahlt. Ich gebe Ihnen mehr. Was wollen Sie? Ich will wissen, wo dieser verdammte Wagen steckt. Ich krieg doch keine Luft mehr. Gehen Sie den Fuß weg. Das war ein totaler Trip, du. Geil. Ich war schon völlig rüber. Hey. Der ist gar nicht mehr unter uns. Was? Er wollte mich doch gerade. Und jetzt ist er tot. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Wieso? Hey, hey, hier geht's lang, komm. Hier sind Sie. Wir wollten uns doch... Haben Sie den Mann? Ja, ja, wir haben getroffen. Ja und? Haben Sie herausbekommen, wo er den Wagen hat? Er ist auf uns losgegangen. Wie ein Wahnsinniger. Wir mussten uns wehren. Sie haben ihn doch nicht etwa. Ja, sicher. Mein Gott. Notwehr. Was soll jetzt werden? Also zuerst regeln wir das mit der Kohle, ne? Ja, natürlich. Das da, das genügt natürlich nicht mehr, denn dem Mann haben wir ihretwegen ein paar Flügel verpasst. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie den Mann umbringen sollen. Sie sollten ihm nur eine Frage stellen, weiter nichts. Warum bist du nicht selber hingegangen? Weil du ein Schlappmann bist. Ein Scheißer! Hey, hey, was? 5.000 für jeden von uns? Was wollen Sie denn mit meinem Ausweis? Nichts. Nur behalten. Vorläufig. Also hier arbeiten Sie? Ja. Da? Morgen früh gehen Sie zur Bank. Und vergessen Sie nicht, der Dammholz ist tot. Sag mal, Gerd, habt ihr schon feststellen können, ob irgendwas gestohlen ist? Wertsachen oder Geld? Sieht nicht so aus. Sieht eher nach einem Kampf aus. Sie sehen doch, wie da alles rumliegt. Ja, ja. Na, schau mal.
Für jemanden, der was mitnehmen wollte, ist die Uhr doch kaum zu übersehen. Also anscheinend kein Raubmord. Ich gehe mal zu Frau Damholz. Frau Damholz, ist das möglich, dass ich jetzt ein paar Fragen an Sie richte? Ja. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Sie. Vor einer Woche war ein Mann hier. Er machte einen sehr verwirrten Eindruck. Er wollte, dass mein Mann die Schuld an einem Verkehrsunfall auf sich nehmen sollte. Beim Unfall, bei dem ein junges Mädchen schwer verletzt wurde. Wie sah der Mann aus? Wissen Sie Einzelheiten? Können Sie uns mehr über diese Begegnung erzählen? Wenn ich nur mehr wüsste. Das offene Fenster und die offene Tür strömte die Julisonne und warf ihre heißen Strahlen auf den braunen, unebenen Fußboden, den die Holzschuhe von 4 Bauerngenerationen arg mitgenommen hatten. Ein heißer Wind wehte den Geruch der Felder herein, den Geruch von Buschwerk, Wiesen und Getreidefeldern in der Mittagshitze, die in der Mittagshitze brüteten. Heuschrecken schrien sich heiser und erfüllten die Luft mit hellem, schrillem Schwirren. Es war kaum anders als das Geräusch der kleinen Holzschnarren, die man Kindern auf dem Jahrmarkt zum Kauf anbietet. Stirn und Schläfenbein, praktisch eine Zertrümmerung des Gesichtsschädels. Der Schlag muss mit äußerster Wucht ausgeführt worden sein. Sicher, sonst wären wir ja nicht tot. Außerdem wurden Verletzungen am Brust und Händen festgestellt. Gleichmäßige, scharf abgegrenzte Abschürfungen. Solche Verletzungen habe ich doch schon mal gesehen, vor gar nicht so langer Zeit. Was habt ihr über den Mann ermittelt, der in der Unfallsache vorige Woche bei Dr. Damholz war? Ach so, wir waren da, haben aber niemanden erreicht. Er heißt Kolbe. Werner Kolbe, 48 Jahre alt. Er hat bereits vor 3 Wochen Strafanzeige gegen Damholz erstattet. Ja, was ist dabei herausgekommen? Tja, Dr. Damholz konnte nachweisen, dass ihm der Wagen, mit dem er den Unfall begangen haben soll, einen halben Tag vor dieser Sache gestohlen wurde. Jetzt weiß ich, wo ich diese Verletzung schon mal gesehen habe. Auch auf Fotos. Ein junger Mann wurde mit schweren Gürteln zusammengeschlagen. Es waren Wildwestgürtel, aus leeren Patronenhülsen zusammengesetzt. Ein Fall von Körperverletzung hat mir irgendjemand in der Kantine erzählt. Ich erinnere mich noch an das Gesicht von dem jungen Mann. Wie hieß der bloß? Hartmann, ja? Können Sie im Moment mal sprechen, mein Name ist Köster. Das ist mein Kollege Heimann. Guten Tag, bitte. Wenn Sie sich setzen wollen. Danke. Darf ich Sie fragen? Weshalb wir kommen? Ja, Herr Hartmann. Sie wurden vor einem Vierteljahr hier in der Tiefgarage von 2 Männern überfallen und zusammengeschlagen. Ich bin bereits darüber vernommen worden. Ich habe alles gesagt. Ja, ja, wir haben uns die Unterlagen kommen lassen. Über die Täter, die Sie mit MG-Gurten, die als Gürtel trugen, misshandelt haben, konnten Sie aber keine genauen Angaben machen. Sie sagten aus, dass Sie sie nie vorher gesehen hätten. Sie konnten die Täter auch nicht beschreiben, weil alles so schnell ging. Plötzlich standen die da.
Es besteht der Verdacht, dass die beiden Männer, die sie da überfallen haben, jetzt ein Tötungsdelikt begangen haben. Vielleicht ist ihnen in der Zwischenzeit noch was eingefallen, was sie damals in der Aufregung vergessen hatten. Wenn sie jetzt noch etwas verschweigen, Herr Hartmann, machen sie sich der Begünstigung in einem Mordfall schuldig. Begünstigung in einem Mordfall? Für sowas gibt's bis zu einem Jahr Gefängnis. Das ist kein Scherz. Also, es war so. Ich hatte Angst, dass die beiden wiederkommen würden. Na, sehen Sie. Wer waren denn die Männer? Ich hatte sie in einem Club kennengelernt. Im Rockerschuppen. Ich hatte ein paar Mal mit ihnen gewürfelt und war ihnen Geld schuldig geblieben. Wie heißen die? Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Na, hören Sie mal, wenn Sie mit ihnen gewürfelt haben, werden Sie doch wenigstens die Vornamen kennen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Aber Sie wissen, wie sie aussehen. Ja, schon. Na, also, das ist doch wenigstens etwas. Ne? Sie sind voll im Moment. Wer ist da? Der Fritze auf. Wir machen gerade ein Spielchen in der Küche. Ist auch noch was von der Suppe da. Ich muss sofort mit dir sprechen. Wenn ich ausgehe, nehme ich immer die Karten mit. Das sind nämlich Ganoven, die beiden. Die schummeln. Hey, du. Komm, nimm da. Hol uns was zu schlucken. Volle Köppe sind sie auch noch, aber ich bin ja ein Gemütsmensch. Mit mir können sie es ja machen. Also, was läuft hier ab? Die Polizei war da. Die suchen euch. Wieso? Warum? Haben Bilder rumgezeigt. So Zeichnungen. Da seid ihr ganz genau drauf. Was haben die gefragt? Naja. Wie ihr heißt und wo ihr wohnt. Und? Der Otto hat gesagt, er weiß nur, dass du der Billard bist und er der Fuchs. Ja, weiter. Wo ihr wohnt, weiß ja sowieso keiner. Ja, ja, gut, gut. Und die anderen? Die anderen. War fast niemand da. Außerdem haben die eh einen Horror vor euch, da sagt keiner was. Wir sind warm da. Okay, Schlüssel. Was hast du denn gemacht, du? Für eine Scheiße. Hey, hau ab! Abmarsch. Ja, was ist denn nun? Mann, Hilfe! Horst! Ja, wir müssen mal kurz weg. Das bei den Karten. Hey, das passt ja wunderbar. Fahren Sie mal hinter uns her. Wir haben eine Überraschung für Sie. Ich habe das Geld von der Bank geholt. Die Polypen sind hinter uns her. Die haben sogar Bilder von uns. Sehen Sie? Sehen Sie, jetzt ist es passiert. Warum haben Sie den Mann getötet? Wie ticken Sie denn? Sie haben uns doch das befohlen. Klar. Er hat Ihre Tochter zum Krüppel gefahren, deswegen sollte man umbringen. Ein Racheakt, den Sie sich ausgedacht haben. Das ist ja eine ungeheuerliche Lüge. Was sagen Sie? Und die Polypen werden sagen, ist doch logisch, die gehören zusammen, sind eine einzige Familie. Und Sie sind das Köpfchen, Daddy. Was? Und was verlangen Sie von mir? Jede Menge Kohlen. Machen eine größere Reise. Ja, so ein Viertelmillionchen, so auf die Schnelle. Und keine laufenden Nummern, bar auf die Klaue. Was haben Sie denn für Vorstellungen? Ich bin Angestellter. Mithaus. Ein altes Reihenhaus. Sie verlangt doch nicht im Ernst von... Ernst, Ernst, Ernst? Glauben Sie, wir machen Witze? Wer sind wir denn? Ab jetzt gehören wir zusammen. Knacko? Spalletti, ne? Also. Das ist er. Guten Tag. Sind Sie Herr Kolbe? Ja.
Kriminalpolizei. Dürfen wir einen Moment mit reinkommen? Was ist? Wir möchten Sie nur mal sprechen. Bitte. Danke. Herr Kolbe, vor 3 Wochen haben Sie Anzeige gegen Herrn Dr. Damholz erstattet, der Ihre Tochter überfahren haben soll. Soll nicht. Er hat. Und jetzt ist Dr. Damholz ermordet worden. Aber das wissen Sie doch. Nein, das höre ich zum ersten Mal. Das stand doch in allen Zeitungen. Ich komme in letzter Zeit kaum noch zum Lesen. Diese beiden Männer stehen im Verdacht, das Tötungsdelikt begangen zu haben. Haben Sie die schon mal gesehen? Woher sollte ich? Sehen Sie sich die Bilder doch an. Nein, die habe ich noch nie gesehen. Herr Kolbe, Sie waren doch dabei, als Ihre Tochter überfahren wurde. Wir sind zusammen spazieren gegangen, es war schon dunkel draußen. Als wir auf dem Rückweg waren, fiel meiner Tochter ein, dass er einen Brief dabei hatte, den sie einstecken wollte. Sie lief zum Briefkasten zurück, ich ging langsam weiter. Plötzlich hörte ich einen Wagen bremsen und einen Aufprall. Ich lief zurück. Sie lag am Straßenrand und ein Mann beugte sich über sie. Dr. Damholz. Ich kannte ihn vom Sehen, er wohnt nur ein paar Straßen weiter. Er war betrunken und sagte, das habe ich nicht gewollt, das habe ich nicht gewollt. Ich lief ins nächste Haus, um die Polizei anzurufen. Als ich zurückkam, war er verschwunden, es stand auch kein Wagen mehr da. Vor 10 Tagen haben Sie ihn besucht. Was haben Sie mit ihm gesprochen? Haben Sie ihm gedroht? Nein, das habe ich nicht. Nur, Dr. Damholz hatte vor der Verkehrspolizei angegeben, dass ihm sein Wagen ein paar Stunden vor dem Unfall gestohlen wurde. Er gab auch Zeugen dafür an. Ich bat ihn, seine Aussage zurückzuziehen und die Schuld zuzugeben. Meine Tochter wollte Sportlehrerin werden. Sie wird ihren Beruf nie ausüben können. Solange ich kann, werde ich natürlich für sie da sein, aber irgendwann, wenn Dr. Damholz seine Schuld zugegeben hätte, dann hätte seine Versicherung sofort für die Versorgung meiner Tochter aufkommen müssen. Bis jetzt hat sie noch keinen Pfennig gezahlt. Ich möchte nicht, dass sie in ein Heim muss, wenn ich mal nicht mehr bin. Haben Sie hier mit Ihrer Tochter alleine gelebt? Meine Frau ist nach Hamburg gezogen. Wir sind geschieden, sie hat wieder geheiratet. Herr Kolbe, ich danke Ihnen für die Auskunft. Hoffentlich müssen wir das Gespräch nicht fortsetzen. Wiedersehen. 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 Opa, wenn dir jemand bei dir übernachten lässt, das kosten 5er. Habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Was nicht so richtig? Also das Wasser ist ja auch teurer. Oder habt ihr euch nicht gewaschen? Willst du mal schnuppern? Komm, mach Kaffee. Warte, Fuchs. Komme! Was ist denn das für eine Wurst? Sonderangebot. Das riecht man. Nach dem Krieg wären wir froh gewesen, wenn wir sowas gehabt hätten. Was soll ich hören, du? Ach, nee. Was ist denn? Sie suchen euch. Hm? Weil ihr wen umgebracht habt. Dass ihr nichts taugt, habe ich ja gewusst. Aber dass ihr Mörder seid. Halt's Maul, du. Warum habt ihr denn das gemacht? Habt ihr denn den Verstand verloren? Mit wem hast du schon drüber gequatscht? Ja, mit niemandem. Ich hab's ja selber gerade erst gelesen. Aha, okay, okay. Komm, setz dich. Hallo, setz dich. Was habt ihr denn vor? Hände auf den Rücken. Du darfst mir nichts tun. Hände auf den Rücken. Ich halte nichts aus. Ja, ja. Fuchs, reiß mal das Telefonkabel aus der Wand. Right, Brother. Und vergiss meine Sachen nicht. Und nimm auch das Radio mit. Ich war immer nett zu euch. Ja. Ich bin auch nett zu dir. Ich will bloß ein bisschen der Quasselmaul stilllegen.
Und nachher keine zu große Eile, ja? Ich brauche einen kleinen Vorsprung. Hast du das gelesen? Die kennen jetzt die Männer, die den Dr. Damholz getötet haben. Ach, die, ja. In 3 Wochen komme ich in eine Rehabilitationsklinik. Da werde ich so weit gebracht, dass ich alleine das Badezimmer benutzen kann. Und vom Rollstuhl ins Auto steigen. Hat Mutti angerufen? Sie wird dich bald besuchen. Und Ulrich? Ich glaube, der hat im Augenblick so viel zu tun. Verstehe. Was soll er auch mit dem Mädchen, das gelähmt ist? Du wirst noch sehr viele Verehrer haben. Ich habe richtig Angst, nach Hause zu kommen. Aber das brauchst du doch nicht. Weißt du, im Krankenhaus gehört das Hilflossein irgendwie dazu. Aber draußen? Erst habe ich ganz still auf meinem Stuhl gesessen, mindestens eine Stunde lang, weil, ja, ich dachte, vielleicht kommt die zurück. Ja, und dann habe ich mir die Fesseln abgemacht, ganz allein. Das war fabelhaft, Herr Knöffel. Knöffel spreche ich mich aus. Verzeihen Sie, Herr Knöffel. Knöffel. Ja, und dann, dann habe ich die Polizei angerufen. Sagen Sie, Herr Kommissar, wissen Sie vielleicht, ob in der Angelegenheit eine Belohnung ausgesetzt ist? Das glaube ich nicht. Diesmal wohl nicht. Ja, so geht's mir immer. Schon im Krieg. Sie, ich war 4 Jahre Soldat. Ich bin nicht einmal berücksichtigt worden. Naja, immer die anderen, nicht? Ja. Herr Knöffel, jetzt geben Sie mir doch bitte mal die Personalien Ihres Untermieters und wenn es geht, auch die von seinem Freund. Und sagen Sie, was haben die Herren so hier für Besucher empfangen? Ja, vor allem Damen, aber nicht unbedingt von der besten Sorte. Stunden im Schuppen gehockt. Das ist fast die Gurke eingefroren. Was ist denn das für ein Gepäck? Da musst du eine Fliege machen. Gibt kein Zurück mehr. Was wollen Sie bei mir? Du steckst da mit drin. Schläfst du gern auf der Parkbank? Das ist kalt und riskant. Hier sind wir richtig. Du wirst uns doch nicht verpfeifen. Gestern Nachmittag waren 2 Herren von der Polizei da. Sie haben gefragt, ob ich sie kenne. Und? Du hast doch Nein gesagt. Oder? Natürlich habe ich Nein gesagt, aber die werden wiederkommen. Da bin ich ganz sicher. Na, wir sind da jetzt eine richtige Family. Ha? Einer für alle. Nett, nicht?
Wie lange wollen Sie denn hier bleiben? Ist doch dein Problem. Weiß doch, worum es geht. Wenn du bist ein bisschen Hölle, kommt die Knete schneller. Ansonsten. Jetzt machen wir erstmal einen Rundgang und suchen uns eine dufte Suite aus. Klar, Bruder? Störe ich? Du störst doch nie. Was ist denn? Tja, ich habe mir gerade noch mal die Unterlagen über die Unfallsachen mit diesem jungen Mädchen angesehen. Ja, und? Im Anhang an Kolbes Strafanzeige gegen Dr. Damholz stehen zwei Telefonnummern. Die eine ist eine Privatnummer, die andere kannte ich nicht. Habe ich sie einfach mal gewählt. Wer hat sie gemeldet? Kaufhaus Oberberg. Was, dasselbe Kaufhaus? Wo der Kollege von Kolbe, der Hartmann, überfallen wurde. Von den gleichen Männern, meinst du? Na du? Du tust ja nicht den Pfoten weg, ja? Wieso? Mit dir ist doch ein Platz auf der Bettkante frei geworden. Wenn du schön bitte sagst, kommen wir mal vorbei. Ja, ja, auf einmal eine große Klappe. Aber früher... Früher ist nicht mehr. Telefon. Hallo? Ja? Ich weiß. Wo bist du? Alles klar. Eigentlich nur der Harry, aber der... Hä? Ja, ja, der ist da. Der steht aber nicht auf dich. Alle nicht. Ja, mach ich. Sehe ich dich noch mal? Mach's besser. Weißt du, wo die beiden sind? Ich weiß gar nichts. Ist auch besser für dich. Ein bisschen nachdenken. Über was? Aber bist du bescheuert oder tust du nur so? Über unsere Reisekasse. Ah, ist ein Wechselgeld aus dem Kreuzleier, ne? Ich werde Ihnen geben, was ich auf der Bank habe. Ich bin auch bereit, eine Hypothek auf das Haus aufzunehmen. Na ja, was staut sich denn da so zusammen? Das weiß ich nicht. Ich zahle ja selbst noch ab. Was heißt hier? Weiß ich nicht. Mann, dass es nicht weiß. Ja, aber klar. Ich fahre jetzt zur Bank. Haben wir vorhin gesagt, Sie fahren ins Büro? Ja, vorher, vor dem Büro fahre ich zur Bank. Ja, ist okay. Wer ist das? Keine Ahnung. Hallo, ist Abmarsch. Beweg deinen Arsch. Ab die Post! Bitte? Getränkedienst. Ich habe noch alles beim nächsten Mal wieder. Okay, Wiedersehen. Wiedersehen. Komm mal her. Du,
ganz großes Problem. Pass auf, wir brauchen neue Papiere. Ich kenne da einen, der bastelt welche. Jetzt fährst du zur Bank, kommst hierher zurück und nimmst es nachher dahin mit, ja? Heiko? Büro ist heute nicht. Er ist frei. Day off, Daddy. Ich tue alles, was Sie sagen. Herr Hartmann, haben Sie mal hier im Kaufhaus jemand erzählt, wo Sie die Männer kennengelernt haben, die Sie in der Tiefgarage überfallen haben? Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. So, und da gibt es einen Zeugen, den Sie bisher nicht erwähnt haben? Herr Hartmann, wir ermitteln in einer Mordsache. Ja, es gab einen Zeugen. Ach, sieh mal an. Na, wen denn? Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Also, ich lag auf dem Boden in der Tiefgarage. Die beiden haben auf mich eingeschlagen. Und dann kam Gott sei Dank ein Kollege mit seinem Wagen. Welcher Kollege? Herr Kolbe? Bitte weiter. Die beiden sofort auf ihre Maschine und ab. Aber Kolbe hat sich die Nummer aufgeschrieben. Warum haben Sie denn das nicht der Polizei gesagt? Aus Angst. Es wird eine Stunde dauern, gell? Kann ich doch noch zu meiner Tochter ins Krankenhaus fahren? Du bleibst leben. Dann brennen die Ohren. Schon überlegt, wer ihr sein wollt. Was glaubst denn du? Hier, halt dich fest. Brauchen für die Pappe? 2 Tage. Besuch für mich. Ja, ja. Bei uns brennt's auch. Hey, 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 was ist mit der Kohle? Was soll denn da sein? Ein Riesen von jedem. Als Anzahlung. Auf ein Kleingeld, was? Geht's dich was an? Bis übermorgen. Ich komme jetzt runter. Die auf der Station lag. Er hat auch einen Unfall gehabt und ist auch gelähmt. Aber vor 4 Wochen hat er sich auf eine Weltreise aufgemacht.
Ganz allein. Im umgebauten Auto. Das hast du dir jetzt auch vorgenommen. Macht einfach Mut, wenn man sowas hört. Das schaffst du. Du schaffst alles. Ich denke so oft, wenn ich damals den Brief nicht vergessen hätte und nicht zurückgelaufen wäre. Solche Gedanken kenne ich. Ach, Herr Kolbe, da warten zwei Männer auf Sie. Was sind das für Männer? Angela. Was? Nichts. Kommst du wieder? Morgen? Sicher. Herr Kolbe, wenn wir einen Mord aufzuklären haben, fragen wir uns zunächst, wem dieser Mord etwas nützt. Was mir sollte? Also. Also jetzt. Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Bitte? Ich hatte diese beiden Rocker angesprochen, vor einem Lokal. Und zu Dr. Damholz geschickt. Sie sollten ihn zum Sprechen bringen. Also, das habe ich doch gesagt. Jetzt wird's endlich interessant. Ja, im Hause Damholz muss eine Schlägerei stattgefunden haben. Und Dr. Damholz wurde umgebracht. Die Einzelheiten weiß ich nicht. Und plötzlich saßen Sie mit zwei Verbrechern in einem Boot. Na ja, die verlangten Geld. Die haben von mir Geld verlangt. Viel Geld. Das Geld konnten Sie natürlich nicht geben, weil Sie alles, was Sie besitzen, für Ihre Tochter brauchen. Ja, die haben sich bei mir zu Hause eingenistet. Gestern Nachmittag, da habe ich sie weggefahren. Ich glaube, die wollten sich Pässe machen lassen. Pässe? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich habe in der Nähe vom Ostbahnhof, habe ich auf sie gewartet. Jetzt hören Sie mal gut zu. Wir haben Horst Buschek und Fritz Happe in einer Kiesgrube gefunden, tot. Tote können nicht mehr reden. Sie können Ihren Auftraggeber nicht verraten. Und unter Ihrem Wagen sind Spuren von Sand entdeckt worden. Haben Sie eine Erklärung dafür? Sand? Herr Kolbe, es tut mir leid, aber ich muss Sie wegen des dringenden Verdachtes, Horst Buschek und Fritz Happe getötet zu haben, vorübergehend festnehmen. Ja, wie habe ich... Kommen Sie. Kommen Sie. Aber ich. Wie soll ich denn? Ich hab doch jetzt erst davon. Ich kann doch niemanden umbringen! Das sagen viele, Herr Kolbe, und dann passiert's trotzdem. Kommen Sie. Ja, Köster. Ja, Doktor. Das ist schön. Ja, wir warten schon. Das freut uns. Sagen Sie das noch mal. Bei beiden. Das konnten Sie genau feststellen. Lassen Sie das bitte fotografieren, Doktor, ja? So schnell als möglich. Dankeschön. Ja? Wiederschauen, Herr Doktor. Eine Razzia sein oder was? Auf Deutsch nennen wir es Fahndung. Aber Sie können auch Betriebsausflug sagen, wenn Ihnen das lieber ist, ja? Wir für alle? Wenn Sie zahlen, ja. Sind Sie Fräulein Brigitte? Ja. Was mit Herrn Buschek und Happe passiert ist, haben Sie sicher schon gehört, nicht? Habe ich gelesen. Sie waren mit Herrn Buschek befreundet. Wer sagt es? Sein Zimmerwirt, Herr Knöbel. Sie haben den Buschek dort öfter besucht. Geschlafen habe ich mit ihm. Da ist man doch auch befreundet, nicht? Oder ist es heute nicht mehr so? Wie man es nimmt. Also, am Nachmittag Ihrer Ermordung, da waren die Herrn Buschek und Happe. Da waren die bei einem Mann, der Ihnen falsche Pässe ausstellen sollte. Da
Haben Sie eine Ahnung, wer der Mann gewesen ist? Leute, die falsche Pässe machen, kennen wir hier nicht. Sie sind noch gar nicht dran. Also, wir suchen den oder die Mörder Ihres Freundes. Ich habe keine Ahnung. Schade, ich habe geglaubt, wir kommen ja gleich wieder raus. Müssen wir uns halt mal umsehen, ja? Bitte fangt an! Darf ich mal durch, ja? Zeigen Sie mir mal Ihren Gürtel, bitte. Okay. Sie auch, bitte. Zeigen Sie mal. Danke sehr. Würden Sie bitte mal aufstehen? Danke, Sie können sich wieder setzen. Danke sehr. Hartmann, Sie sind auch wieder hier, trotzdem Sie von denen zusammengeschlagen wurden. Das ist aber merkwürdig. Guten Abend. Können Sie bitte meine Jacke aufmachen? Gerne. Danke. Was soll denn der Zirkus? Dürfen Sie sowas überhaupt? Jetzt hören Sie mal zu. Die Herren Buschek und Happer sind vor ihrer Ermordung misshandelt worden. Und wir suchen die Gürtel, mit denen diese Misshandlungen ausgeführt wurden. Warum suchen Sie die gerade hier? Weil wir so blöd sind, Mensch. Der ist Ihnen zu klein. Was machen Sie da? Der sucht die Satteltasche. Herr Hartmann, ist das Ihre Maschine? Oder diese? Ist das Ihr Gürtel? Und? Was beweist das? Das überlassen Sie uns. Hier ist Angela. Ich hoffe, Sie werden bald wieder gesund. Haben Sie was herausbekommen? Ja, können wir mal sprechen, Herr Kolbe. Das ist nichts für ein junges Mädchen. Entschuldigen Sie bitte, ja. Also, die Sache war die, die Herren Buschek und Happer waren in der Wohnung von dem Passfälscher, als drei Männer auf Motorräder ankamen, Freunde aus dem Club. Einer davon war Ihr Kollege Hartmann. Buschek und Happer stießen mit denen im Treppenhaus zusammen. Der Passfälscher war auch mit runtergekommen. Es gab einen Streit. Es waren noch alte Rechnungen zu begleichen. Die vier stürzten sich auf Buschek und Happer, schlugen sie zu Boden, nahmen ihnen die Patronengürtel ab und prügelten sie damit zu Tode. Eigentlich wollten die das gar nicht. Aber so läuft sowas heute. Ach ja, und dann ist noch etwas Positives für Sie. Heute Morgen wurde auf einem Schrottplatz bei Augsburg der von Dr. Damals als gestohlen gemeldete Wagen gefunden. Er hat Beschädigungen an der vorderen Stoßstange und am linken Kotflügel. Die Versicherung wird wohl zahlen. Ich danke Ihnen. Na ja, und dann, der Staatsanwalt ermittelt im Falle Damholz gegen Sie wegen Anstiftung zu einer Straftat. Nehmen Sie sich einen guten Anwalt. Danke.